Außergewöhnliche an den Trainings der Blankenburg GbR ist, dass sie nachhaltig sind, dass sie wirklich tief gehen, dass es kein Schönreden ist, dass es aber auch kein Schlechtreden ist. Wir gucken uns die Dinge in deinem Leben an, wie sie wirklich sind. Und die Probleme, die in deinem Leben auftauchen, untersuchen wir auf eine ganz spezielle Art und Weise, indem wir wirklich ganz tief an die Wurzel des Problems gehen. Das heißt, wir machen keine Symptombekämpfung, wir kaschieren nichts, sondern im Prinzip, wenn wir die Wurzel des Problems lösen, löst sich das Problem von ganz alleine auf. Wenn unsere Teilnehmer nach einem CBC-Training die Vergangenheit loslassen, dann stehen sie nochmal wie neu auf Start in ihrem Leben. Oder es ist ihnen jetzt das erste Mal im Leben möglich, wirklich in Richtung ihrer Träume zu gehen. Das, was sie schon immer haben wollten und was sie sich selbst verunmöglicht haben, durch das, was sie über sich selbst in der Regel gedacht haben. Und schon im Basistraining merken sie, worum es ihnen eigentlich geht. Die meisten Menschen jagen durch ihre ganzen Bestrebungen im beruflichen und auch im privaten Leben einem ganz bestimmten Gefühl hinterher. Einem Gefühl, was sie sich schon immer wünschen und was bisher durch ihre Bestrebung trotzdem nie, zumindest nicht nachhaltig im Leben präsent war. Und wir gucken, was ist die Triebfeder, was ist die Quelle dieses Antriebes. Und wenn wir das auflösen, was dann passiert, ist was ganz Magisches, dann haben die Menschen wieder freie Wahl. Also in unserer Firma begeistert mich, dass wir wirklich einen Unterschied im Leben von anderen Menschen machen. Also, dass sie eine andere Qualität in Kommunikation haben, eine neue Qualität in Partnerschaft. Und das hat so ganz viel mit Erfüllung zu tun und glücklich sein. Und das ist total schön. Unser Trainingsplan ist aufgebaut wie das Leben selbst. Alles geht mit dir los und deinem persönlichen Bewusstsein. Das ist im Prinzip unser Einstiegstraining. Das heißt, da stellst du dir die Frage, wer glaubst du, dass du bist? Und wer bist du wirklich? Und final, wer willst du in der Welt sein und was willst du bewirken? Das ist das persönliche Bewusstsein. So, und wenn du das für dich geklärt hast, kommst du automatisch an den Punkt, dass du im kollektiven Bewusstsein an die nächsten Grenzen stößt, weil wir uns kollektiv auf bestimmte Standpunkte zum Thema Geld verdienen, zum Thema Akquise, zum Thema Partnerschaft geeinigt haben. Und wenn du dein persönliches Bewusstsein geklärt hast, ist es an der nächsten Stelle wichtig, dich auch aus den dysfunktionalen Ansichten im kollektiven Bewusstsein auszuklinken. Das heißt, der Trainingsplan wächst genauso wie du und das bedeutet, wir begleiten dich auf deiner Reise zu deiner ganz persönlichen Vision für dich, für dein Leben und für dein Business. Und dann geht es darum, wirklich nochmal hinzugucken in die Bereiche, wo es so um Wohlstand geht, um Potenz und vor allen Dingen auch um die eigene Vision, die erstmal wirklich freizulegen. Was möchte ich denn überhaupt in meinem Leben? Für wen möchte ich ein Beitrag sein? Und wirklich sich der Welt zur Verfügung zu stellen mit dem, was man möchte. Also, dass man auch ja, in Freude und Leichtigkeit seinen Job machen kann oder was ganz anderes machen kann, ja, was auf einmal dann da ist, dass man mitkriegt, Mensch, das, was ich bisher gemacht habe, das ist tatsächlich nicht das, was mich erfüllt und dass man da auch in Richtung Erfüllung gehen kann. Ja, weil es geht darum, wirklich im Frieden mit der Vergangenheit zu sein, um in der Zukunft neue, andere Ergebnisse zu kreieren. Freiheit heißt, du hast die freie Wahl, die Wahl zu haben. Das ist Freiheit. Du konfrontierst dich im Prinzip mit den Geschichten deiner Vergangenheit, vor allen Dingen mit den Erlebnissen und den Erfahrungen, die dir nicht gefallen haben. Und wir tendieren dazu, da eher nicht hingucken zu wollen. Um da aber wirklich Frieden und Heilung reinzubringen, ist es unabdingbar, genau da hinzugucken. Und das sind unsere Kunden bereit zu tun. Im Gefängnis landen. Ja, die Vergangenheit loszulassen, das ist was, was sich viele nicht vorstellen können. Die denken, ich habe das so erlebt und das ist einfach so. Das ist halt die spannende Arbeit, die wir machen, wirklich nochmal hinzugucken und zu schauen, was war da wirklich. Und letzten Endes ist es nicht das Erleben, das Ereignis an sich, sondern wirklich nur den Blick, den ich drauf habe, wie meine Bewertung dieser ganzen Sache ist. Und dahin zu schauen und zu schauen, ja Mensch, wie könnte man das noch anders sehen? Und dann einen neuen Blick auf das zu bekommen, was ich erlebt habe, das ist wirklich eine spannende Reise. Und ja, und manchmal erfordert sie auch Mut und manchmal ist es auch ja, ein tränenreicher Prozess, durchs Nadelöhr durchzugehen und dann macht es wirklich Sinn, nicht die Arme auszubreiten, sondern wirklich so durchzugehen. Und weil es lohnt sich auf jeden Fall, weil dahinter ist die Blumenwiese. Und das ist das, was für unsere Teilnehmer dann dieses neue Sein ausmacht.
Menschen leben immer in vier Lebensbereichen gleichzeitig. Also es gibt den mentalen Bereich, deine Gedanken, deine Überzeugungen, deine Schlussfolgerungen. Es gibt den emotionalen Bereich, das sind deine Gefühle, Empfindungen, Gefühligkeiten. Es gibt aber auch den, ich sag mal, energetischen Bereich, also deine Energie, deine Vitalität, alles, was damit zu tun hat, und eben deinen physischen Bereich. Und das Interessante ist, dass der physische Bereich ein Ausdruck der ersten drei Bereiche ist. Die ersten drei Bereiche kann man nochmal zusammenfassend beschreiben als dein Bewusstsein. Und das wiederum bringt deine Ergebnisse hervor. Deine Ergebnisse bestätigen, wovon du an sich überzeugt bist und wie du das Leben bisher gefühlt wahrgenommen hast. Und der Durchbruch besteht am Ende des Tages darin, dass wir dein Bewusstsein komplett auseinanderbauen. Das ist wie bei so einer Explosionszeichnung. Also wir nehmen wirklich alle Teile mal komplett auseinander und bauen sie dann funktional wieder so zusammen, dass das, was du gerne erreichen möchtest, dass das, was du dir sehnlichst wünschst, dass das auf einmal möglich ist. Auch wenn es vorher nicht möglich erschien. Also die Arbeit, die wir leisten, die ist ganzheitlich. Also wenn wir auf den ersten drei Bereichen eine Erkenntnis haben, dann geht das ganz schnell. Das ist so, ah ja, okay, das ist jetzt alles neu. Nur unser Körper, der ist so ein bisschen langsamer, der kommt nicht hinterher. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten diesen Loslassprozess auf jeden Fall unterstützen, auch auf körperlicher Ebene. Das heißt, dass sie mit uns etwas für ihre Darmgesundheit tun, dass wir eine Darmkur mit ihnen gemeinsam machen, dass sie auf körperlicher Ebene auch Dinge loslassen und einfach auch dadurch eine verbesserte Physis haben. Denn gerade das Unternehmerdasein ist einfach auch was Anstrengendes. Es ist wie so, wir laufen einen Marathon und zwar jeden Tag. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unseren Körper unterstützen mit Vitalstoffen, dass er gesund ist, dass er alles bekommt, was er braucht, um uns die Energie zu geben, die wir brauchen. Also uns und unsere Firma gibt es seit 2017 am Markt und wir haben schon von vornherein online gearbeitet. Die meisten können sich nicht vorstellen, dass man wirklich tiefe und nachhaltige Gespräche über eine Zoom-Konferenz führen kann, aber das ist auf jeden Fall möglich und genauso nachhaltig wie in einem Präsenztraining. Der große Vorteil von Online-Sessions ist, wir sind direkt als Coaches in deinem Wohnzimmer. Unsere Trainings sind so gestaltet, dass wir dich über einen längeren Zeitraum begleiten, also über mehrere Wochen oder sogar Monate. Und das bedeutet, wir sehen dich in deinen echten Situationen und wir sehen dich mit deinen echten Problemen und mit dem, womit du im echten Leben halt umgehen musst. Und das bedeutet, wir können dir auch wirklich nachhaltiges und authentisches Feedback geben auf das, was in deinem Leben wirklich los ist. Das ist ganz oft so, dass es wirklich in Begeisterung mündet und dass einige Teilnehmer sogar aus dem Zoom rausgehen und sagen, oh, ich möchte jetzt meinen Papa anrufen oder ich möchte meine Mama anrufen oder ich möchte meine Schwester anrufen, mich bei ihr entschuldigen, wie ich die Dinge gesehen habe. Und da kriege ich immer Tränen, weil das ist so, so wunderschön, das zu erleben, dass auf einmal ja wieder Kommunikation, wieder Frieden ist in Familien, dass Familien zusammenwachsen. Und dafür lohnt sich das. Also das ist das, wofür wir stehen und wo wir unheimlich gerne die Begleitung geben. Gerade unser Training Wohlstand als Wahl steht ja auch für finanziellen Frieden, weil das ist auch so wichtig, dass wir auch damit im Frieden sind, dieses friedvolle Erleben haben. Und dafür stehen wir, für Entschleunigung, für Genuss und für Wohlstand. Das ist das, was ich so für die Zukunft sehe, für ganz viele Menschen, die mit uns gearbeitet haben. Für mich ist es darüber hinaus noch ein großer Ausdruck von Erfüllung, das mit Conny gemeinsam zu machen. Dadurch haben wir viel gemeinsame Zeit auf der einen Seite und so stehen wir den Coaches als Trainerpaar zur Verfügung. Das ist unheimlich schön, uns auszutauschen und zu schauen, wo stehen unsere Teilnehmer. Das bedeutet, sie kriegen sowohl die männliche als auch die weibliche Perspektive auf bestimmte Betrachtungsweisen. Ja, das bereichert auch unheimlich unser Leben. Und für Conny und mich persönlich bedeutet das auch ein sehr hohes Maß an Verbundenheit, dass wir eben keine berufliche Trennung haben, sondern dass wir sowohl privat als auch geschäftlich alles gemeinsam machen.